Einige Fußballer überzeugen auf dem Platz nicht nur mit guter Beinarbeit und technischer Raffinesse, manchmal gehen sie mit heftigen Attacken oder groben Fouls eindeutig zu weit und schießen übers Ziel hinaus. Wir zeigen euch daher heute 8 Fußballspieler, die viel zu weit gingen. Mit dabei sind Ausraster auf dem Fußballplatz und handfeste Prügeleien gegen Mitspieler. Aber auch krasse Vergehen abseits der Stadiontribünen. Wer sogar so weit ging und ein Menschenleben beendete, zeigen wir euch ebenfalls. Es wird also höchst spannend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns an der Stelle doch mal in die Kommentare, mit welcher Aktion ihr selbst schon viel zu weit gegangen seid. Wir sind gespannt. Beginnen wir unsere Liste mit dem ehemaligen HSV-Star Paulo Guerrero. Der Stürmer war für seine impulsive Art bekannt und sorgte auf dem Platz immer wieder für strittige Situationen. Mit seinem Ausraster aus dem Jahr 2010 ging der Peruaner allerdings eindeutig zu weit. Damals spielte der HSV nämlich im Nordderby gegen Hannover 96. Die Profis aus Hamburg wollten ihren Negativlauf in Hannover endlich beenden, doch das Spiel endete 0:0. Spieler und Fans waren extrem frustriert und vor dem Eingang des Spielertunnels wurden die HSV-Spieler von ihren Anhängern gnadenlos ausgepfiffen und sogar beschimpft. Offenbar zu viel für Stürmer Paulo Guerrero, denn der verlor die Nerven und schleuderte seine gefüllte Plastiktrinkflasche mit voller Wucht auf die Tribüne. Dabei traf er einen Zuschauer mitten im Gesicht und verletzte ihn leicht. Der Ausraster hatte schwere Folgen für den Torjäger, denn das DFB-Sportgericht, das Amtsgericht Hamburg-Altona und der HSV verhängten mehrere Geldstrafen in einer Gesamthöhe von etwa 180.000 Euro. Außerdem wurde der Stürmer für 5 Spiele gesperrt und bekam eine 2-jährige Bewährungsstrafe. Seiner Karriere hat die Aktion trotzdem nicht unmittelbar geschadet, denn bereits einen Monat später verlängerte er seinen Vertrag beim HSV um weitere 4 Jahre. Kommen wir zur Nummer 7. Der portugiesische Fußballstar Pepe hat auf dem Platz schon öfter für handfeste Skandale gesorgt und sorgte mit seinem absichtlichen Tritt auf Messis Hand beim El Clásico gegen Barcelona für einen Aufschrei in ganz Spanien. Seinen schlimmsten Ausraster leistete er sich allerdings am 21. April 2009. Damals lief er im Spiel gegen den FC Getafe im Strafraum hinter Francisco Casquero her. Real lag 2:3 zurück, als Casquero im Strafraum einen Elfmeter provozieren wollte und nach einem leichten Pepe-Schubser zu Boden ging. Das war scheinbar zu viel für den Madrilen. Wie von Sinn trat Pepe erst auf die Beine des Gegenspielers ein, dann auf seinen Rücken. Wenig später drückte er den Getafe-Star, der sich vor Schmerzen am Boden wälzte, mit beiden Händen und dem rechten Knie zu Boden, bevor Getafe-Spieler dazwischen gehen konnten. Allerdings musste anschließend auch Getafe-Star Juan Angel Albin einstecken, denn Pepe schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Pepes Ausraster hatte Konsequenzen und der Portugiese wurde für 10 Spiele gesperrt. Dass einige Fußballer nicht nur auf dem Platz für Schlagzeilen sorgen, beweist der heftige Erpressungsversuch aus dem Jahr 2015, mit dem der französische Fußballprofi Karim Benzema in Verbindung gebracht wird. Damals wurde Benzemas Nationalmannschaftskollege Mathieu Valbuena mit einem äußerst pikanten Video erpresst. Auf dem Video war Valbuena mit seiner Freundin zu sehen. Benzema überzeugte daraufhin seinen Kollegen davon, dass er das Video selbst gesehen habe und übte Druck auf ihn aus. Er drängte Valbuena dazu, die Summe an den Erpresser zu zahlen, da sonst dessen Image und Karriere in Gefahr wären. Wie sich allerdings später herausstellte, soll Benzema gemeinsam mit seinem Jugendfreund Karim Senati in die Tat verwickelt gewesen sein und mit dem Drahtzieher unter einer Decke gesteckt haben. Ein mitgeschnittenes Telefonat erhärtete den Verdacht, doch Benzema bestreitet bis heute die Tat. Allerdings hatte schon der Vorwurf allein schwere Folgen für den Profifußballer. Er wurde aus der Nationalmannschaft geworfen und verpasste nicht nur die EM 2016 im eigenen Land, sondern auch die WM 2018 in Russland. Erst in diesem Jahr wurde er völlig unerwartet in den Kader der Equipe Tricolore zurückgeholt. Seine Unschuld ist allerdings bis heute nicht bewiesen und im Herbst diesen Jahres soll der Prozess stattfinden. Dem 33-jährigen Benzema drohen bis zu 5 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 75.000 Euro. Und jetzt die Nummer 5.
Ob Faustschläge und Tätlichkeiten gegen Mitspieler, Ohrfeigen gegen Reporter, Trainingsstreiks oder Wutabrechnungen im Internet, Franck Ribéry, der ehemalige Offensivspieler des FC Bayern, hat sich in seiner Karriere schon mehrfach handfeste Skandale eingebrockt. Doch im Jahr 2009, also 2 Jahre nach seinem Wechsel zum Rekordmeister, ging der Fußballer endgültig zu weit. Damals ließ der bereits verheiratete Nationalspieler eine junge Frau nach München einfliegen, die er für bestimmte Dienste bezahlte. Die Kurtisane, wie sich Zahia Deha, die Frau, selbst nannte, wurde damals in einem Pariser Etablissement von der Polizei aufgegriffen und die junge Frau plauderte offenherzig über ihre prominente Kundschaft. Neben Ribéry soll auch Fußballprofi Karim Benzema zu ihren Klienten gezählt haben. Das Problem, Zahia Deha war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 17 Jahre alt und die Nationalspieler hatten sich demnach höchst strafbar gemacht. Ihnen drohten sogar 3 Jahre Gefängnis und während Benzema den intimen Kontakt zu dem 17-jährigen Callgirl bestritt, gab Ribéry das Treffen sogar zu. Allerdings soll er von dem Alter des Mädchens nichts gewusst haben, weswegen der Profikicker schließlich freigesprochen wurde. Zahia Deha arbeitet übrigens mittlerweile ziemlich erfolgreich als Schauspielerin in Frankreich. Weiter geht's mit einem Skandal, für den der belgische Superstar Eden Hazard im Jahr 2013 sorgte. Damals stand der Stürmer mit dem FC Chelsea im englischen Pokal-Halbfinale, doch beim Rückspiel gegen Konkurrent Swansea brannten dem damals 22-Jährigen offenbar alle Sicherungen durch. Der damalige Champions League-Sieger verlor bereits das Hinspiel 0:2 und in der 80. Minute stand es immer noch 0:0. Als ein Balljunge dann auch noch schindete und den Ball nicht wieder hergeben wollte, ließ sich Hazard zu einer absoluten Frustattacke verleiten. Er rang den Balljungen nieder und trat ihm in den Bauch, während der Junge auf dem Ball lag. Der damals 17-jährige Charlie Morgan, Sohn des Swansea-Teilhabers Martin Morgan, blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Eden Hazard musste daraufhin mit roter Karte vom Feld und wurde von der FA daraufhin für 3 Spiele gesperrt. In ganz England sorgte der Tritt des Chelsea-Stars für kontroverse Diskussionen, denn viele Fans sahen die Schuld in dem Verhalten des Balljungen. Er habe absichtlich auf Zeit gespielt und auch Hazard beteuerte, dass er lediglich nach dem Ball getreten habe. Dennoch waren sich alle Experten einig, dass ein Profifußballer sich von so einer Aktion nicht provozieren lassen dürfe und Hazard damit viel zu weit ging. Nummer 3. Zinedine Zidane war während seiner Karriere einer der besten Fußballspieler der Welt und ein absolutes Idol. Das WM-Finale 2006 sollte sein letzter großer Auftritt werden und viele Fans hätten Zizou und seinem Team wohl den Sieg gegönnt. Doch statt mit dem WM-Pokal verabschiedete sich der Mittelfeldstratege mit einem legendären Eklat. Die Szene ereignete sich bei einem Spielstand von 1:1 in der 110. Minute. Nach einem Freistoß in den Strafraum der Italiener hielt Marco Materazzi seinen Rivalen Zidane leicht am Trikot fest. Es kam zu einem Wortgefecht, von dem man heute weiß, dass Materazzi Zidans Schwester ziemlich unflätig beleidigt hatte. Zidane lief daraufhin in Richtung Mittellinie, machte jedoch Kehrt und streckte den Italiener abseits des Spielgeschehens mit einem Kopfstoß gegen die Brust nieder. Materazzi blieb daraufhin am Boden liegen und Italiens Torhüter Gianluigi Buffon forderte sofort den Platzverweis. Zidane, der in seiner Karriere insgesamt 12 rote Karten sah, musste vom Platz und sorgte mit seinem Abgang für das traurigste Bild des Fußballabends. Bis heute hat Zidane übrigens keinen Frieden mit Materazzi geschlossen und denkt nicht dran, sich zu entschuldigen. In einem Interview sagte er 4 Jahre später, dass er den Fußball, seine Fans und die Mannschaft um Verzeihung bitte, aber niemals Materazzi. Das würde ihn entehren. Es gibt Fußballer, die landen immer wieder mit Skandalen in den Klatschblättern und lernen offenbar nie dazu. Einer davon ist Marko Arnautovic. Der österreichische Nationalspieler hat sich schon einiges zu Schulden kommen lassen. Doch mit einer Aktion aus dem Jahr 2012 ist der Profikicker eindeutig zu weit gegangen. Damals wurde Arnautovic bei einer routinemäßigen Kontrolle in Wien von der Polizei angehalten. Die Beamten waren eigentlich auf der Suche nach Autodieben und wunderten sich über den Porsche Cayenne mit deutschem Kennzeichen, mit dem der Fußballer unterwegs war. Arnautovic hatte offenbar keine Lust auf die Kontrolle und pöbelte angeblich gegen die Polizisten.
Mit den Worten, du hast mir gar nichts zu sagen, ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen, teilte der damals 23-Jährige gegen die Beamten aus und zeigte mit seiner Aktion keinerlei Respekt. Auch bei der diesjährigen EM zeigte sich der Österreicher übrigens nicht gerade von seiner guten Seite. Bei seinem Torjubel gegen Nordmazedonien in der Gruppenphase beleidigte der Ex-Bundesliga-Star deutlich erkennbar seinen Gegenspieler Esgian Alioski auf rassistische Art und Weise. Mannschaftskollege David Alaba musste dem Torschützen sogar den Mund zuhalten, doch die UEFA zog trotzdem Konsequenzen und suspendierte den Kicker für das folgende Spiel gegen die Niederlande. Kommen wir zum Schluss zu einer Tat, die absolut fassungslos macht und die beweist, welches Ausmaß die Attacken mancher Sportler bereits angenommen haben. Die Rede ist von einem tragischen Ereignis, das sich im Jahr 2014 in den USA abgespielt hat. Bei einem Amateurspiel in einem Vorort von Detroit kam es zu einem Foul von Hobbykicker Basil Abdul-Amir Saad an seinem Gegenspieler. Der damals 44-jährige Schiedsrichter John Beanievich verwarnte Saad bereits im Vorfeld mit einer gelben Karte und sah sich nun gezwungen, den Spieler mit einer roten Karte vom Feld zu schicken. Doch dazu kam es gar nicht mehr, denn Basil Abdul-Amir Saad verpasste dem Schiedsrichter einen derart heftigen Schlag gegen den Hals, dass dieser sofort zu Boden ging. Während Sanitäter noch auf dem Platz erste Hilfe leisteten, rannte der Spieler davon. Der Schiedsrichter, der selbst Vater von zwei kleinen Söhnen war, kam daraufhin direkt ins Krankenhaus. Seine Verletzungen waren allerdings so schwerwiegend, dass er nur 2 Tage später für immer die Augen schloss. Basil Abdul-Amir Saad stellte sich am Tag nach dem Vorfall der Polizei und wurde schließlich für seine schreckliche Tat zu 15 Jahren Haft verurteilt. Beanievichs Frau zeigte ihm schließlich im Gerichtssaal die rote Karte, die ihr eigener Mann nie zeigen durfte. Before I go. The one final thing that I want to do is I would like to serve Mr. Saad with the red card that he was entitled to. Und das war's auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welcher Fußballer für euch eindeutig zu weit gegangen ist oder welcher Skandal euch sonst noch einfällt. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.